Was geht, Leute? Mein Name ist der Nächste. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir weiter bei dem Tierchen-Simulator. Und es gibt neue Eier. Und ein riesiges Update, Leute. Momentan wird das von 100.000 Leuten gespielt, das Spiel. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also es muss ein riesiges Update gewesen sein. Hier wird es wahrscheinlich nicht allzu viel geben, weil ich meine, das ist ja nur diese Eier. Aber wenn wir uns teleportieren an eine andere Stelle, by the way, wow, neue Tierchen. Ich muss meinen Pullover ausziehen, weil es ist verdammt warm gerade. Aber wir sehen hier gerade neue Tierchen, was echt cool ist, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Leute, erstmal wollte ich sagen, bevor wir weitermachen, auf meinem neuen Kanal habe ich ein neues Video hochgeladen, wo, es war so eine App, wo man sein Gesicht reintun konnte und dann konnte man sich so seine eigene Frisur gestalten. Das war mega witzig und hat mega viel Spaß gemacht. Also, wer es auschecken will, kann es gerne in der Beschreibung auschecken. Aber Leute, ich würde sagen, wir teleportieren uns einfach mal und gucken, was es oben gibt. Okay, ich denke, das wäre eine gute Idee. Und zwar gehen wir mal zu, wo war das? Boss Chess? Pink Planet? War das Pink Planet? Yo. Wow. 55 Millionen Moon Coins, da kommen wir da rein. Was auch immer das für eine Stelle ist, die ist neu. Dann gibt es ein neues Ei, da hinten sehe ich es. Boah, das muss so viel wert sein. Lass mal kurz sehen, wie teuer das ist. Wir haben nämlich 4 Millionen Moon Coins. Ich schätze mal, es wird 16 Millionen Moon Coins kosten. Oder 28 oder so. Ich habe da die Augen zu, damit ich nicht gucke. Und es kostet 26. Okay. Das ist in Ordnung. Ich denke, das kann man bekommen. Auf jeden Fall wird es noch Tierchen geben, die noch viel heftiger sein werden. Aber seien wir mal ehrlich, Leute. Oh mein Gott, das ist sowas. Jetzt verstehe ich das, Leute. Eine Riesentruhe dort. Heilige Kacke. Das ist absolut heftig, Leute. Und absolut gigantisch. Das ist nicht mehr normal. Das ist einfach nicht mehr normal. Die Frage ist nur, was soll ich da tun? Hier gibt es keine Truhen, ne? Hier gibt es leider immer zu wenig. Seht ihr das? Viel zu wenig, Leute. Keine Truhen. Keine Ahnung, wieso hier manchmal keine Truhen spawnen, aber die sollten in der Regel 24 Millionen easy bekommen. Erstmal holen wir uns die Eier und dann gehen wir mal dahin zu der großen Truhe dort, weil die ist halt wirklich gigantisch, ne? Und das ist echt unnormal, Leute. Die ist ja quasi so wie auf der Erde, hier in dem Spiel, nur quasi auf dem Mond. Millionen mal mehr wert gefühlt, okay? Also wirklich unnormal, Leute. Wisst ihr, was mich interessieren würde? Wie teuer ist es, wenn du jetzt zum Mond reist und einen Stein holst? Wie viel Geld bekommt man dann für diesen einen Stein? Ich glaube tatsächlich, man wird für immer reich sein. Glaube ich. Oder? Ich meine, es ist vom Mond. Ein Stein vom Mond. Oder vom Mars oder so. Oh, vom Mars. Irgendwie sowas in der Art. Leute, da, Leute, ganz ehrlich, sowas würde ich auch kaufen. Man denkt so, okay, es ist aber nur ein Stein. Es ist nur ein Stein. Ist nicht nur ein Stein. Es ist mehr als nur ein Stein, okay? Deswegen macht es auch sehr viel Sinn, dass Mooncoins hier mehr wert sind, okay? Es macht definitiv sehr viel Sinn. Nun, ihr seht ja, es geht ziemlich schnell momentan. Weiß gar nicht, ob ich jeden geauflevelt habe schon. Ich glaube aber, ja, müsste ich eigentlich, ne? Ja, ich habe bestimmt ein paar Leute noch nicht geupgradet, aber ist okay. Wir müssen erstmal Geld sparen, Leute. Mehr Geld, Geld, Geld. Das regiert die Welt und ich bin kein Held. Vielleicht doch. Nein, nicht wirklich. Bin ich nicht. Und mein Spiel ist wieder abgestürzt. Meine Güte, Roblox kommt echt nicht drauf klar, dass ich so viel ausgebe. Ah, eine Sache, die habe ich vergessen. Und zwar kann man Tierchen auch zu Gold machen, Leute. Was ebenfalls sehr interessant ist. Das will ich auf jeden Fall machen, Leute. Tierchen zu Gold. Okay, ich habe ein paar Tierchen jetzt weggetan und hier make Gold. Are you sure? Will remove 10 of the same pets and get 1 gold pet. Seht ihr das? 10 Tiere. Ah, jetzt verstehe ich das. Interessant. Das ist sehr interessant. Also können wir Panda wegtun. Sagen wir zum Beispiel Panda. Make Gold, ja. Dann habe ich 10 Stück von demselben Tierchen. Ah, habe ich ein Tierchen? Ja, das habe ich 10 Mal, ne? Aber das können wir nicht Gold machen, leider. Es geht nicht. Alle Tierchen können nicht Gold sein, leider. Verstehe. Also die Roboter könnten vielleicht Make Gold. Ja. Und wir haben, passt auf, Leute, ein Goldtierchen. Hier, hier, hier. 5000. Ah, das ist interessant. Okay, jetzt verstehe ich das. Cool. Vor allem, wir können uns jetzt schon zu Boss-Chess teleportieren, aber ich will da noch nicht hin, Leute, weil, naja, ich will jetzt nicht zu schnell sein. Ich könnte mich hin teleportieren. Anscheinend geht das. Keine Ahnung, wieso das geht, obwohl ich nicht mal was bezahlt habe. Aber dadurch haben wir dann nicht so viele Tierchen und haben dafür ein Goldtierchen, was echt gut ist, Leute. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Am Anfang dachte ich nämlich, dass wenn da Make Gold steht, dachte ich, dass wir ein Tierchen zu Gold machen und dann bekommen wir Geld dafür. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das dachte ich. Deswegen wollte ich das nicht tun. Aber es ist was ganz anderes. Man macht es zu einem Goldtierchen, okay? Zum Beispiel den Headstack können wir zu Gold machen. Das Ding ist, wir brauchen mehr davon. Eins. Warte, wie viel haben wir? Wir haben, ja, fast 10. Wir haben fast 10 von diesen Headstacks. Die tragen zwar alle eine Mütze, ich hoffe, die verschwindet dann nicht. Aber wenn wir den zu Gold machen, würde ich sogar machen. Würde ich einfach machen, ganz ehrlich. Also, ich sollte mir eigentlich noch ein älteres Ei holen. Werde ich auf jeden Fall noch tun, Leute. Leider dauert es natürlich seine Zeit lang, bis man, naja, genug Geld bekommt für das neue Ei. Ist halt nicht so billig, ne? Muss man wirklich so sagen, Leute. Alter, sieht der witzig aus, Leute. Lol, what? Du siehst so cool aus. Ich feier sein Aussehen. Leute, ich werde immer noch rausgeworfen. Der Space Cyclops muss leider weg. Ach, Mann, nervt das. So, ich habe jetzt genug Geld. Das bedeutet, wir gehen zurück.
holen uns das Ei und schauen mal nach, was dort drin sein wird. Weil ich meine, das ist schon ein Ei, was auf jeden Fall teurer sein wird. Allerdings müssen wir dann auch wieder Tierchen zurücklegen, was aber okay ist. Wir können nicht viele Tierchen haben. Ich werde immer rausgeworfen, Leute, bis heute. Ja, also ich packe immer wieder, wenn ich abstürze, lege ich ein paar Tierchen zu einfach weg, Leute. Hier steht sogar, was man bekommen kann. Rare, good, basic. Ah, na, dann bin ich mal gespannt, Leute. Let's go. Voll cool. Das ist... Was ist das? Das war basic, ne? Das war basic, Leute. Oh, nein. 60.000. Okay, dann packen wir erstmal drei weg, Leute. Oh, mein Gott. 60.000 Geld. Leute, das wird so viel Kohle geben, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Aber leider müssen wir halt immer wieder wen raustun. Nehmen wir zum Beispiel Reverse mal raus. Put back und put back. Sehr schön. Und dann packen wir der noch basic ist. Der ist basic, Leute. Der ist nicht selten. Das ist halt das Ding, ne? So, es gibt halt seltene noch. Aber der ist basic. Dein Ernst. So, boah, wie gut die sein müssen. Was habe ich hier eigentlich? Ah, okay, der Hund ist so oft vorhanden. Ja, die meisten habe ich ja auch noch nicht bekommen. Ich habe die einfach noch nicht bekommen, Leute. Aber wir haben jetzt was Neues, was sehr interessant ist. Und da würde ich nochmal sagen, via Dominus Cherry. Wir werden austesten, wie viel Geld wir jetzt bekommen durch eine Kiste. Durch eine Kiste. 52 Tierchen. Vielleicht sollten wir so auf 50 runtergehen. Das sollte eigentlich reichen. Oh, verdammt, komm schon. Let's go, let's go. Beilig. Und wir bekommen... Warte, war das viel? Ich weiß es gar nicht gerade. Ich weiß es gerade wirklich nicht, Leute. Wir haben eine Million. Durch diese Tische bekommen wir mehr Geld. Nicht mehr Geschwindigkeit, aber mehr Geld. Und wir... Ja, ist in Ordnung. Nicht grandios, aber... Wir sollten uns noch ein Ei davon holen, auf jeden Fall. Ich meine, ich merke nicht so viel Unterschied. Da wird bestimmt irgendeine Art von Unterschied sein, Leute. Da bin ich mir sicher. Aber ich merke davon nicht allzu viel. Tatsächlich. Nun, ich werde das aber... Warte mal, wie teuer war das vorherige Ei? Das war 8 Millionen oder so, ne? Okay, 8 Millionen ist ja mittlerweile nicht mehr... Oh, da ist eine Truhe. Cool. Sehr nice. Wieso sind da kaum Truhen? Das sind nur diese kleinen Baby-Truhen. Hier diese Truhen. Die bringen wahrscheinlich auch ein bisschen was, aber nicht allzu viel. So, wir können zum einen die komplett upgraden jetzt. Was sehr schön ist. So, jetzt sind die auch komplett geupgradet. Geht natürlich sehr schnell, ne? Ah, der noch nicht. Warte mal. Ah, doch, es geht. Okay. Sehr schön. Sind jetzt komplett geupgradet. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich würde aber sagen, wir holen erstmal ein normales Ei. Oder soll ich gleich nochmal das bessere Ei holen? Ich glaube, ich hole mir nochmal das bessere Ei, Leute, noch einmal. Boah, da kann man echt viel sammeln und alles, Leute. Das wird echt geil. Dieses hier war 8 Millionen. Ich will mir das holen, weil vielleicht bekomme ich ja diesen einen Hund, wodurch... Computer? Ich würde den nämlich gerne zu Gold machen, Leute. Der Computer hat wie viel? 24.000 Geschwindigkeit. Oh mein Gott, das ist eine Menge. Aber... Ja, ich kann ihn leider nicht reinnehmen. Oh mein Gott, ich kann ihn leider nicht reinnehmen. Es sei denn, er ist besser als jemand anders. Dann gerne, sonst nicht. Naja, er ist halt besser als Space Cyclops, aber der ist gar nicht mehr drin. Also ja, der ist halt echt nicht mehr drin, Leute. Doch, der ist noch drin. Wir müssen mindestens drei rausnehmen. Okay, wir können drei Space Cyclops rausnehmen. Wir können den dann reintun, weil er halt besser ist als der Space Cyclops, ne? Aber den hatte ich noch nie bekommen, Leute. Der ist halt sehr, sehr schnell. Bedeutet auch, wir können ihn wieder gleich upgraden, Leute. Nicht vergessen. Aber dadurch gehen halt diese Truhen, vor allem die riesig sind, können dann schneller gehen, wie ihr sehen könnt. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir können sie jetzt schon auch komplett upgraden, was sehr schön ist. Ich liebe diesen Button, Leute. Upgrade all. Perfekter Button, Leute, für mich. Für so einen faulen Menschen wie mich. Einmal würde ich mir schon noch gerne das 26 Millionen Ei holen, weil man kann da ja wirklich krasse Sachen bekommen. Und jetzt sieht man da sogar, was selten ist, was nicht so selten ist. Das ist echt richtig gut. Richtig, richtig gut, Leute. So, wir haben jetzt genug Geld für noch einmal das neue Ei, Leute. Da gibt es so krasse Tierchen, Leute. Wenn ich sie bekomme, hier, jetzt können wir hier nochmal sehen, was ist selten und was nicht. Wir können es aufmachen und gucken, was ist selten und was nicht. Komm schon, gib mir was Geiles. Gut. Domino Snoop. Gut. Einfach nur gut. Das ist zwar besser, aber ich glaub's nicht. Das ist echt... Wow! 20... Die Unterschiede sind aber phänomenal. Das ist kein normaler Unterschied mehr, Leute. Der hier, 20 von 50, ist so ein großer Unterschied zu 8... Nee, das war nicht der. Das war der rote hier, ne? Zu Domino's Cherry. 60,8. Ganz großer Unterschied, Leute. Ganz großer Unterschied. Wir können zum Beispiel, ja, ich würde sagen, Cyberdog packen wir weg, oder? Obwohl, der bringt eine Menge Kohle. Lass uns Space Beer entfernen. Ja, put back, Leute. Space Beer, put back, put back. Keine mehr Tierchen, Leute. Wir können nur bessere Tierchen haben. Wir können denen auch Hüte geben. Aber ja, momentan lohnt es sich auf jeden Fall noch Eier zu holen. Mit Sicherheit, Leute. Jetzt geht es natürlich noch viel schneller. Und danach können wir die nochmal upgraden. Sollten wir vielleicht in diesem Part noch tun, bevor ich es im nächsten vergesse. Aber jetzt kann man mal sehen, wie schnell das gehen wird. Ja, also das ist schon echt wow. Okay. Und es gibt auch mehr Geld natürlich. Boah, okay. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. 1,3 Millionen haben wir. Die Tür können wir beim nächsten Mal öffnen übrigens. Oder übernächsten Mal, muss ich noch gucken, Leute. Aber wir haben sie ja gleich schon geupgradet.
upgradet, richtig? Ich meine, wir können sie ja schon gleich upgraden, weil die ja so schnell sind. Upgrade all, ja? Es geht ganz schnell, Leute, bei so einem Tierchen, was so schnell ist. Heilige Kacke, wir können aber nicht Gold machen. Wir können ihn nicht Gold machen, Leute, leider. Aber, Leute, wisst ihr was? Ich werde die Folge vorerst mal stehen lassen. Für mehr von dem Spiel, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen neuen Kanal in der Beschreibung auszuchecken. Und dazu kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content, damit du keine Videos mehr verpassen wirst. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye. Danke für das Zuschauen des Videos. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du es mit einem Daumen nach oben bewertest. Außerdem solltest du definitiv mal eine meiner letzten Videos auschecken. Die findest du rechts. Also klick einfach irgendein Bild an und dann wirst du gleich hingeleitet. Ich bin mir sicher, es gibt bestimmt irgendwas, was dir gefallen wird. Und falls du es nicht getan hast, kannst du gerne kostenlos abonnieren für täglichen Video-Content. Und falls du schon Abonnent bist, kannst du unten gerne die Glocke anklicken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn mein Video hochkommt. Aber danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.